Und genau, ich bin Marie, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Cornelsen und entwickle da zusammen mit meinem Team digitale Produkte. Wie das genau geht und was da die Herausforderungen sind, das werde ich gleich in meinem Vortrag erzählen. Wir haben ja auch schon vorhin schon viel über Schulverlage gehört und was da das Problem ist im Alltag der Lehrer. Da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Und genau, und ich davor habe ich, oh, jetzt muss ich kurz, genau, bevor ich bei Cornelsen war, habe ich praktisch den digitalen Wandel auch schon in einem Start-up für die Buchbranche miterlebt, war in einem großen Zeitungsverlag und habe da den digitalen Wandel mitgestaltet. Genau, und freue mich jetzt aber im Bildungsbereich tatsächlich damit tätig zu sein. So, bevor ich jetzt zu den digitalen Produkten mit denen starte, mein Vortrag heißt Gemeinsam neue digitale Produkte, Formate entwickeln, wie aus Bedürfnissen im Schulalltag konkrete Lösungen werden. Und da geht es tatsächlich darum, dass ich einfach zeige oder erzähle, wie wir das bei Cornelsen tun. Und als ich zu Cornelsen kam, wusste ich auch nicht, das Schulbuch ist immer noch das Kern bei Cornelsen, natürlich. Und wie überhaupt Schulbücher entstehen. Und das ist aber ganz wichtig auch dafür, wenn man überlegt, wie entstehen digitale Produkte, dass man auch, wenn man bei Cornelsen arbeitet, weiß, wie so ein Schulbuch entsteht, weil das sind große Teams aus Redakteuren, Designern und vor allen Dingen engagierten Lehrern und Lehrerinnen, die über ganz Deutschland verstreut sehr lange an so einem Schulbuch arbeiten. Und das sind, wie gesagt, lange Entwicklungsprozesse, die den Lehrplan, die Lehrpläne der Kultusministerien in ein Schulbuch übersetzen, was dann letztendlich zum roten Faden für den Lehrer wird. Und in diesem gesamten Prozess gibt es eine permanente Qualitätskontrolle von Beratern, Herausgebern aus Schule und auch Wissenschaft und dann natürlich interne Redakteure, aber auch Lektoren, die an diesem Prozess beteiligt sind. Dann gibt es extrem lange Entscheidungswege. Es gibt die Zulassungsverfahren, wo man die Prozesse durchlaufen muss und sein Schulbuch zulassen muss. Dann ist es das, stehen wir auch vor der Herausforderung, die Bücher sind lange in der Nutzung. Ich weiß nicht, ich habe mich früher auch immer geärgert, warum ich so veraltete Schulbücher habe. Es ist so, die Schulbücher sind lange in der Schule, sind in der Leihe. Und was auch wichtig ist bei den Entwicklungen von Schulbüchern, die Chancengleichheit. Also wir könnten jetzt gar nicht zum Beispiel ein E-Book, interaktives E-Book entwickeln und das in allen Bundesländern in Deutschland zulassen. Das, in manchen geht es, aber in den meisten Bundesländern geht es derzeit noch gar nicht. Also das muss man auch in meinem Kontext betrachten, wenn wir digitale Produkte einfach entwickeln. Aber nichtsdestotrotz, was heißt es dann, wenn digitale Produkte in einem Schulverlag zu entwickeln? Wenn man digitale Produkte entwickelt, dann geht es immer um die Kombination von Inhalt und Funktion. Beim Schulbuch geht es ganz stark um die Inhalte. Sobald es digital wird, ist es immer das Zusammenspiel zwischen beiden. Das macht es auch spannend, aber das bedarf auch anderer Kompetenzen und auch anderer Entwicklungsmechanismen. Wir entwickeln in ganz kleinen, crossmedialen Teams und die bestehen aus UX-Designern, User-Experience-Designern, Software-Architekten, Entwicklern, Produktmanagern, E-Didaktikern, Redakteuren. Habe ich jemanden vergessen? Nee, genau. Und so entwickeln wir unsere digitalen Produkte. Das sind kurze Entwicklungszyklen. 2-wöchige Sprints haben wir jetzt eingeführt, in denen wir praktisch immer die neuen Features entwickeln. Es ist ein permanentes Testen der Produkte mit Lehrern und Schülern. Und wir haben natürlich die Möglichkeit von kontinuierliche Updates. Das ist bei den Schulbüchern auch nicht gegeben. Also da können wir keine Updates der Schulbücher heutzutage einfach so mal machen, auch wenn wir es gerne wollen würden. Genau, und dann ist es auch noch so, dass wir natürlich unterschiedlichste Ausgabekanäle und Plattformen bedienen müssen und auch bedienen wollen. Und das ist der Alltag sozusagen in der digitalen Produktentwicklung. Und dabei müssen wir natürlich auch die Herausforderungen, die wurden heute alle schon genannt, die sich, wenn wir für die Schule entwickeln, einfach berücksichtigen. Das ist vor allen Dingen, klar, die heterogene und auch veraltete Ausstattung in Schulen. Jetzt gerade zum Beispiel machen wir ein Produkt und dann ging es darum, müssen wir Windows XP noch unterstützen. Windows XP wird von Microsoft nicht länger unterstützt. 50% der Schulen haben noch Windows XP. Das heißt, also da sieht man, was man für Herausforderungen steht. Und wir natürlich jetzt auch weiter Windows XP unterstützen.
Und das kann als Start-up muss man das nicht unbedingt tun, als Schulverlag wollen wir das und müssen wir das auch tun. Und dann gibt es auch eine unterschiedliche ausgeprägte Medienkompetenz, klar bei Lehrern, aber was ich erlebt habe, auch in meinen Schulbesuchen, in dem Testen von Produkten mit Schülern, auch mit Schülern, wenn man praktisch in einem Computerraum ist und die Schüler müssen sich einloggen, das dauert, manche wissen gar nicht, wie das geht, wie man einen Benutzernamen eingibt, sein Passwort eingibt, weil sie es von zu Hause auch nicht gewohnt sind. Andere machen das in einer Minute, 10 Sekunden, die anderen brauchen dafür 5 Minuten, bis sich dann alle eingeloggt haben, ist eine halbe Stunde rum. Also das ist auch wichtig, dass es nicht nur die Lehrer sind, sondern auch bei den Schülern ganz unterschiedlich Medienkompetenz vorhanden ist. Die systematische Medienausbildung, darüber haben wir schon gehört. Dann ist es auch so, dass es die Schule nicht gibt. Also gerade ist klar Profilbildung, Schulen differenzieren sich aus. Es gibt ganz unterschiedliche Profile, es wird auf ganz unterschiedliche Kompetenzen Wert gelegt. Auch das muss man berücksichtigen. Dann ist es noch, dann reden wir auch immer vom Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Die digitale Ausstattung, die digitalen Inhalte. Es wird ja auch zu Recht Schulverlagen auch oft vorgeworfen, dass wir nicht danach kommen mit den digitalen Inhalten. Aber da muss man auch immer die Balance halten. Was kann überhaupt genutzt werden in den Schulen und was entwickeln wir? Und das ist auch für uns einfach eine Schwierigkeit, vor der wir immer wieder stehen. Gute digitale Produkte zu entwickeln, also habe ich schon gesagt, den Lehrer oder den Schüler gibt es einfach nicht. Und guter Unterricht und der Lernerfolg hängt auch nicht nur seit Hetty einfach sehr stark von der Person des Lehrers ab. Das wird sich auch durch digitale Produkte nicht ändern. Aber ich glaube oder bin davon überzeugt, dass digitale Produkte einfach die Unterrichtsorganisation erleichtern können und auch dass sie ganz viele Möglichkeiten haben, nachher hören wir ja noch von Feedback-Möglichkeiten, dass es Möglichkeiten gibt, einfach den Unterricht zu verbessern und auch dass die Medien auch dazu beitragen können, guten Unterricht zu machen. Und ich glaube auch, dass sie Schüler motivieren können und dass sie auch zum Lernerfolg beisteuern können, aber dass es immer ein Mix aus vielen Materialien sein wird, vielen Tools sein wird, die zu einem guten Unterricht führen. Und zentral in der Entwicklung für uns ist es, einfach die Bedürfnisse genau zu verstehen. Also das ist ganz wichtig, dass man eben nicht irgendwas im Elfenbeinturm entwickelt und dann rausbringt und dann nutzt es keiner. Weil das ist eigentlich das Schlimmste für einen Produktmanager, wenn man praktisch ein Produkt macht, was dann keiner nutzt. Und um diesen unterschiedlichen Gegebenheiten im Ökosystem Schule gerecht zu werden, ist es halt wichtig und auch zu Hause gerecht zu werden, dass wir immer wieder testen. Und was heißt das für die digitale Produktentwicklung ganz konkret? Ich glaube, es wird nie die digitale Lösung geben. Es wird immer viele Produkte und Tools geben, die in der Kombination genutzt werden. Dann gibt es nicht die Nutzungsweise eines Produktes, sondern ich glaube, dass es immer wichtiger werden wird, gerade im Digitalen, die Kombination von unterschiedlichen Tools und Materialien zu ermöglichen. Und dass das auch für den Erfolg von Produkten wichtig werden wird, wie sie genutzt werden können. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass Lehrer immer Remixes machen, aber auch Schulbücher sind eigentlich nichts anderes als Remixes, darf man nicht vergessen. Auch Schulbücher, wir haben auch gar nicht wir müssen auch die Rechte einkaufen für die ganzen Bilder und Texte und Aufgaben, die da drin sind. Und haben praktisch auch gar nicht das Recht, das unbegrenzt weiterzugeben. Das ist halt so eine rechte Kette, die sich da praktisch auftut. Und auch ein Schulbuch ist einfach ein Remix. Und das wird im Digitalen sich einfach viel besser noch dann hoffentlich handhabbar sein. Und was auch wichtig ist, es gibt nicht das finale Produkt. Man macht Fehler, man darf Fehler machen. Und wichtig ist, dass man dann gemeinsam lernt und auch gemeinsam mit den Nutzern lernt und dann weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, auch in den Nutzern, auch bei Lehrern, muss da auch einfach eine Veränderung stattfinden. Wenn man ein Produkt bekommt und einem gefällt es nicht, dann wird es ganz schnell nicht mehr genutzt. Anstatt auch, dass man sagt, okay, was muss daran verbessert werden? Im Digitalen kann was verbessert werden, dass man da auch in den Austausch praktisch mit den Anbietern, die digitale Produkte entwickeln, tritt.
Genau, wie lernen wir die Bedürfnisse kennen und überprüfen sie im Alltag? Also wir machen ganz, ganz viele Workshops, also ich mit meinem Team. Wir sind, entwickeln in meinem Team Apps, E-Books, Online-Lernportale, Diagnosemöglichkeiten und so weiter, also ganz viele digitale Produkte und machen immer wieder Workshops mit Lehrern, mit Schülern, mit Eltern und holen uns dann natürlich, wenn die Produkte auf dem Markt sind, auch das Nutzerfeedback ein. Bei uns gibt es E-Didaktiker, die Studien durchführen, die Umfragen durchführen. Und dann ist es ganz wichtig, dass jeder von uns immer Schulbesuche durchführt und dass auch die Schulberater bei uns, die sind täglich in der Schule, dass wir mit denen ganz im direkten Austausch sind. Weil da sieht man einfach auch, wie unterschiedlich die Schulen derzeit sind. Dann testen wir Prototypen ganz viel. Also wir machen Produktkonzepte auf Papier und testen das mit Lehrern und Schülern. Und wir haben für jedes Produkt auch Lehrer- und Schülerbeiräte, also tatsächlich die Produkte begleiten, die uns immer konstantes Feedback geben, Kritik geben und auch mit das Produkt entwickeln. Und dann ist auch ganz wichtig unsere Pilotschulen, also wenn wir auch Produkte haben, dass wir konkrete Pilotschulen haben, an denen das Produkt im Einsatz ist und von denen wir auch dann das Feedback bekommen. So, ein Produkt, was letztes Jahr eine Plattform an den Markt gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele es von Ihnen kennen, euch kennen. Vielleicht, wer kennt es? Dann brauche ich nicht so viel erzählen. Genau, okay. Genau, ist Skook. Skook ist eine Plattform, wo das Schulbuch als E-Book freischaltbar ist und auch tatsächlich als, wir sagen immer, dummes PDF freischaltbar ist im ersten Schritt. Also jedes Buch der Cornelsen Schulverlage hat einen Code und kann von Lehrern und von Schülern auf Skook freigeschaltet werden. Und also wenn man das Printbuch erwirbt, hat man automatisch das E-Book zur Verfügung. Und das ist im ersten Schritt ein PDF, auch allein durch die Zulassungsregeln der Länder, bemüht, praktisch das auch weiterzuentwickeln. Und im E-Book sind Werkzeuge enthalten, mit denen man arbeiten kann. Und wir bieten aktuell für den Lehrern passend zu diesem Schulbuch multimediale Materialien, die er am Schulbuch findet. Und da geht es dann schon ein bisschen drüber hinaus, über das statische PDF, sondern da findet man schon Audios, Videos, Whiteboard-Materialien, Arbeitsblätter, die man verändern kann, Word-Dokumente, PDFs und so weiter. Die findet der Lehrer dann passend zu seinem Schulbuch. Und dort findet man nicht nur Materialien von Cornelsen, das ist uns ganz wichtig, sondern dass wir da mit Partnern zusammenarbeiten. Und Materialien und Lehrer können sich eigene Materialien hochladen. Wir binden gerade das FEU an, in 2 Wochen ist es, glaube ich, auf der Plattform. Und auch Sofatutor, Filme wird man praktisch in der Materialspalte, so nennen wir das, auf Skook finden zum Schulbuch. Und mit diesen Materialien kann man dann auf Skook auch Unterrichtsstunden planen. FEU, oh Gott, ich kann jetzt immer die. Ja, genau, ich weiß. Das ist praktisch da, die ganzen Filme, die man eigentlich früher auch in der Schule gesehen hat, die kommen vom FEU. Genau. Aber danke für die Abkürzung. Genau, und im Bereich Weiterwissen, da können Lehrer halt einfach nach Unterrichtsideen und auch nach pädagogischen Tipps stöbern, da kommen jetzt auch immer mehr Materialien hinzu. Und jetzt war natürlich die Frage, jetzt hatten wir ganz viel Feedback für die Plattform, wo entwickeln wir jetzt als erstes weiter? Konzentrieren wir uns also darauf, das E-Book jetzt wirklich interaktiv zu machen? Bieten wir für die Lehrer-Schüler-Verbindung an? Und was die Lehrer sich am meisten gewünscht haben, damit es auch im Einsatz kommt in der Schule, waren die Offline-Szenarien. Also das war das Wichtigste jetzt, was wir angegangen sind. Dass wir tatsächlich Apps und auch für den Desktop Offline-Tools anbieten, mit denen man Skook nutzen kann. Also das war jetzt der erste Schritt. Und interaktives Lernen kommt auch. Also da sind wir jetzt auch schon sehr weit. Also in 3 Wochen wird man auch auf Skook interaktiv lernen können. Und es wird noch viel mehr Materialien für Lehrer geben. Und natürlich arbeiten wir auch nach wie vor an der Lehrer-Schüler-Verbindung. Noch, aber diese anderen Punkte waren jetzt erstmal im Austausch mit Lehrern und Schülern wichtiger für die Nutzung im Unterricht, dass man eben Skook nicht nur zu Hause nutzen kann. Genau, gibt es vielleicht jetzt noch Fragen zu Skook? Ja? Genau, also weil es kein WLAN gibt.
in Schulen. Also das war eigentlich, die Lehrer wollen halt ihre Unterrichtsvorbereitung zu Hause machen und wollen dann das aber nicht zu Hause belassen, sondern natürlich auch mit in die Schule nehmen. Und wollen es am liebsten auf den Stick ziehen und dann in der Schule in jeden Rechner einfach öffnen können und abspielen können oder ihren eigenen Rechner mitnehmen. Ja. Also die Apps sind für alle, entwickeln wir für alle Systeme, also für Windows, Android und iOS. Und praktisch der für den Desktop ist es erstmal für Windows. Bitte? Ja, das halte ich halt nicht für bezeichnet. Was halten Sie nicht für bezeichnet? Was hältst du nicht? Eines der Hauptprobleme ist meistens immer nur für Windows, dann, wenn man es auf dem Desktop hat. Genau. Ich kenne viele Schulen, die halt die Lizenzen für Windows gar nicht mehr bezahlen können oder wollen. Und auch viele Kollegen, die gar keine Lizenzen haben. Also, da ist oft bei Produkten von Ihnen gescheitert, dass es nur Windows gibt. Genau, das stimmt in der Vergangenheit. Ohne Linux und macOS-Unterstützung finde ich heute kein Produkt mehr irgendwie zeitgemäß. Genau, also wir unterstützen sonst, genau, also wie gesagt, bei Apps unterstützen wir immer alle Systeme. Und jetzt im ersten Schritt jetzt für Windows, und wir gucken dann auch, ob wir das auch für den Desktop, auch für Mac auch noch entwickeln. Das ist natürlich auch immer, wenn man für jede Plattform entwickelt, heißt das auch für jede Plattform immer parallel alle Updates nachziehen und so weiter. Also das muss man halt auch einfach handeln können, auch als Verlag. Und was auch wichtig ist, genau, dass wir jetzt aber auch jetzt versuchen, wir haben ja diese eigentlich eine Plattformstrategie, wo wir versuchen, also möglichst viele Plattformen zu bedienen. Aber das stimmt. Das ist frustrierend, wenn man Mac hat und das dann nicht nutzen kann. Auch Aber welche E-Books? Linux. Ach, Linux, ja. Linux. Ja. Ja. Also online kann alles dargestellt werden, ja. Aber offline, genau, muss man. Ja, wenn es komplexere Anwendungen sind, dann geht es nicht so einfach. Ja, genau. Genau, es geht nicht um einzelne Materialien. Die kann man sich natürlich runterladen, die Materialien, und dann auch auf dem Mac abspielen. Aber, ja. Wie ist es mit entsprechenden Anwendungen von anderen Studioverlagen? Werden da ein anderes Format irgendwie etabliert? Also es kommt jetzt auch der zweite Verlag praktisch dazu, also neben den Cornelsen Schulverlagen kommt jetzt auf Skook, und wir sind tatsächlich offen für alle Verlage und Partner. Skook ist bewusst eine offene Plattform. Ja. Also sehe ich das dann richtig, wenn es online ist und ich als Lehrer meinetwegen denke, ich habe jetzt einen super Film oder als Skook, also das muss ich vielleicht nicht mal Lehrer dafür sein, ich möchte ihn da hochstellen, dann sehen den auch alle anderen? Nee. Nein. Nee. Das ist insofern ja dann wieder nicht interaktiv. Nicht Nee, im ersten Schritt ist es so tatsächlich, dass Partner und dass es keinen Austausch gibt. Aber natürlich sind wir dabei, an dieser Lehrer-Schüler-Interaktion und auch gerade Lehrer-Lehrer-Interaktion, wenn man das möchte, daran zu arbeiten. Ja. Sie haben gesagt, das Schulbuch wird dann als E-Book freigeschaltet in PDF-Form. Ja. Ich hätte gerne eine Quelle aus dem Geschichtsbuch, aber die muss ich dann auch erst wieder einscannen. Und also ich muss immer über das Analoge wieder zurück, obwohl wir das Buch ja haben und damit auch bezahlt haben. Genau, also
wenn wir jetzt praktisch wir für neue Schulbücher und wenn wir die Rechte für die Bilder haben, auch zur Weitergabe sozusagen für die Einzelnutzung, dann werden die in dieser Materialspalte, die ich gezeigt habe, sind die auch einzeln abgelegt, sodass man sich die da aufrufen kann. Aber es ist gerade nicht so, dass, also das dürften wir auch nicht, dass wir praktisch das ganze Schulbuch in Einzelheiten schon dem Lehrer zur Verfügung stellen, dass er sich praktisch jeden Text rausziehen kann. Ja. Das ist ja. So genau. Die Ressourcen, also Bilder und der Grafiken, für den Zusammenhang mit dem Text auf der Seite lizenziert worden. Genau. Das ist quasi das Standalone lizenziert worden. Deshalb können wir auch diese Nutzung nicht freigeben, isoliert mit diesen Materialien zu arbeiten. Ich will ja mit dem Buch arbeiten, nur halt vielleicht in einer Form. Sie können ja gar nicht sozusagen klauen, weil wir kein das Buch oder so haben, sondern. Sie könnten sie dann unter die Dokumentenkamera legen, wenn die meinen. Vielleicht können wir nachher mal ins Google reinschauen, dann kann ich mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Also in der Plattform selbst, man kann sich zum Beispiel durch Werkzeuge ein Bild alles abdecken von der Seite und dann nur das Bild zeigen. Sowas ist möglich, aber genau. Da frage ich mich, warum kauft jemand noch, ist gar nicht so als Bashing gemeint jetzt oder so, sondern ob man da nicht Alternativen finden könnte und hätte dann einfachere Möglichkeiten, das zu teilen. Und man würde ja auch Geld sparen, weil man dann gar keine Lizenzkosten an jemanden abführen muss. Und solange man Einzelbilder entsprechend kennzeichnet und die nicht bearbeitet, gilt es ja auch immer noch rechtlich als Werk Collage und dementsprechend baue ich dann auch den Rest des Buches auf. Gibt es da so Diskussionen, ja. Was man sowas macht, wie man das umsetzen könnte? Willst du? Du kannst. Es ist so, dass bei vielen Fächern sozusagen Primärbilder benutzt. Genau. Also in Deutsch, wenn es mit der krassen Blechstunde oder so. Das gibt es auch im Kunstunterricht oder in der Musik in Verbindung mit den Quellen. Und in dem Moment ist man quasi auf diese Originalquellen angewiesen. Bei anderen Sachen kann man durchaus auf Datenbanken zugreifen mit freien Bildern. Sogar wäre für uns sogar eine schöne Abgrüße oder kostenfrei, die zu benutzen. Aber ganz oft geht es halt im Schulunterricht um diese ganz genau definierten Bildquellen oder Tonquellen. Da müssen wir sozusagen auch die Originalrechte einkaufen. Ja, klar, aber es gibt also Überlegungen, zum Beispiel zu sagen, wir bilden jetzt die Wikimedia Commons oder Pixabay oder was auch immer irgendwie an. Und wir stehen ja auch vor der Situation, dass wir das Bild eigentlich benutzen müssen, aber sehr teuer, wir würden gerne ausweichen auf ein anderes. Ja, da sind wir auch intern in Diskussionen natürlich und auch, und das auch ein Problem ist auch, dass für die alten Schulbücher, die jetzt natürlich noch im Gebrauch sind, wurden noch gar nicht Rechte oder bekommt man auch teilweise gar nicht fürs Digitale. Also das ist auch so ein immer, also tatsächlich dann nachlizenzieren ist manchmal gar nicht möglich und deshalb aber jetzt nach vorne raus haben wir da neue, sind wir, bewegen wir uns da. Ja. Mhm. Ja. Wieder sehr gutes, aber müssen es an dieser Stelle. Ja, ich hatte nur noch ein anderes Produkt. Genau, jetzt ist es hier gleich die Diskussion sozusagen losgegangen. Ich würde vorstellen, dass das andere Produkt nicht noch vorstellen. Nee, genau. Sondern eher sagen, die Gespräche auf dem Produkt und dazu müssen wir ruhig in der Zeit nutzen, dass es einen kleinen Punkt machen kann. Ich glaube, das ist ganz spannend, sich das nochmal anzugucken. Ich hätte mir eine Frage noch, und dann noch eine ganz wichtige Frage geworden ist, und dann würde ich sagen, schließen wir das hier ab und nehmen das gerne in der nächsten Phase mit auf. Wie ist das mit dem Zusammenspiel mit Lernplattformen? Wenn sich also eine Schule oder ein ganzer Schulträger für eine Lernplattform entscheidet, ja. Kann das gut dann in Add-on da integriert werden oder muss man da reden? Viva, das ist eine Lernplattform, haben wir schon eine Schnittstelle und eine Integration und sind auch mit anderen Anbietern von Lernplattformen im Gespräch, um da praktisch einfach Schnittstellen anzubinden. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, gerne.